Ja, und da geht's schon los. Let's go! Und direkt wieder Verdni Atalana geht ins Sanctuary in Shiva und macht den Onkel erstmal. Mit einem Bombenstart. Direkt Mapcheck. Das war Eastern Red Crystal. Und die anderen beiden normale Crystals, war nicht richtig. Genau, das habe ich auch gesehen. Drei Pendants in der Darkhold. Bist du da ein Fan von oder? Definitiv. Definitiv. Ja, bei mir kommt es immer so drauf an. Wenn man die dippen muss, finde ich die Lightworld Dungeons attraktiver eigentlich. Ja, das schon, ne? Oh, Shiva sammelt sich hier schon viele Bomben auf seiner Standardroute. Mhm. Und Aga? Heute nur Liebe für uns. Ah, oh, der liebevolle Aga. Vielleicht aber noch ein Darkhold Access, man weiß es nicht. Possible? Natürlich. So, Lostwoods. Zwei Items. Das Cape. Cape? Ja, okay. Nehmen wir mit. Auf jeden Fall. Könnte sogar ein potenzielles Item haben. Ich will mal festhalten, das ist unser erster AG1-Teil, ne? Ja. Ich hätte jetzt nichts so gegen einen Hammer oder so und eine Lampe und dann ab dafür. Ah, ein Schwert brauchen wir schon. Stimmt, der Vorhang. Da war ja was. Dann doch kein Hammer, dann nur ein Fighter Sword. Fighter Sword, drei Herzen, easy. Ja. Ja, dafür gibt's noch zu viele Checks. Ja, auf jeden Fall. Shiva hier eindeutig mit der Möglichkeit, von oben gleich nach Kakariko reinzugehen mit den 6 Bomben. Mhm, Talan hat hier unten einen Busch nochmal 2 geholt. Reicht auf jeden Fall jetzt vollständig aus. Race Game für ein Herbstteil, das werden wir auch nicht sehen. Nee, eher weniger. Oh. Und eine Blume in der Bücherei. Je nachdem, wann wir die Boots sehen, könnte ich mir vorstellen, dass die sich die noch holen werden. Ja, das könnte gut möglich sein. Je nach Items. Aus der Darkhold mal kurz rüber mirroren oder mit Flöte und Boots. Schneller Check. Ja. Je nachdem, wie nett er sieht heute zu uns ist. Bis jetzt noch sehr zurückhaltend. Auf jeden Fall. Nur Bomben und Rubine überall. Nicht mal viel Liebe. Der Illus ist auch wieder da. Beide jetzt hier im Well. Well, 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 Fionn Quake. Ein Handschuh. Und ein Red Meringue. Ja. Und der Bottlewender auch nur ein paar Bomben. Das heißt, Kakariko ist relativ tot, bis auf die Handschuhe. Ja. Und Quake eventuell. Ja. Je nachdem, ob wir es benötigen werden. Vielleicht brauchen wir auch gar kein Medaillon. Shiva jetzt hier mit den südlichen Checks.
Ja, und Talan bei seinem letzten Kakariko-Check angekommen. Ja, er hat jetzt Geld für den Bot, wenn er... Und da war Talan doch ein bisschen schneller unterwegs gewesen. Ja. Checkt jetzt Back of Escape. War Talane schon beim Onkel, ist die Frage. Richtig, beim Onkel war er noch nicht. Ja, stimmt. Von daher... Ja, von daher doch Shiva ein kleines Stück. Minimal schneller. Ja. Shiva jetzt hier mit dem Damm. Ja, zieht den Damm den drei Items im Escape vor. Ja gut. War auch keine schlechte Idee, ja. Auf Damm folgt man die Moldorm. Ja, aber mit welcher Waffe? Bomben. Oder Quake? Ich weiß es nicht. Geht das? Ohne Schwert? Nein. Ach, stimmt. So, jetzt Talane mit dem Onkel. Holt sich da auch noch mehr Bomben ab. Aha. Hat da seine Bomben voll, kriegt nochmal 20 Rubine und dann wartet auch. Und schafft er den Double? Yes. Ah, der letzte wehrt sich ein bisschen. Und Talane macht einen Bomben-Escape. Oh, Manu mit dem ersten Schwert aus dem Sieg. Und dem Schild. Ah, Schwert und Schild, nett beieinander platziert. Ja. Geht anscheinend noch zu Azeroth Cave. Oh, ein 8er Bombendrop, den nimmt er mit. Den hätte ich aber auch mitgenommen. Oh. Oh, da hat die zweite Bombe nicht erwischt. Und auch wie der Illus es schon anspricht, ja, morgen findet unser erstes deutsches Weekly Race statt. Ja. Um 16 Uhr geht's dann hier bei uns los. Da können wir gespannt sein, wer alles mitmacht. Steht denn schon fest, wer restreamt wird? Ich glaube nicht, nein. Oder wie läuft das überhaupt? Da habe ich noch keine Ahnung von. Das wird wohl noch im Laufe des morgigen Tages geklärt werden. Shiro holt jetzt hier die Checks nach, die Talane schon gemacht hat. Jawohl. Talane wirft mal kurz zwei Pötte. Ja, den mit ein paar Bomben kaputt zu klatschen. Ne. Fetch Quest Hype. Unser erster Fetch Quest. Also potenziell Escape auch komplett leer, bis auf das Dark Cross. Und eventuell hinter Mushroom irgendwas, aber who knows? Ja. Macht ja den Fake-Flipper. Ja, bringt direkt sein Mushroom weg. Ja, meistens ist hinter dem Mushroom ein Item, wenn man ihn so early bekommen kann. Ja, early sieht da ganz gerne die Moon Pearl drauf tatsächlich. Tatsächlich nur noch Agena und Eastern. Ja, da ist die Moon Pearl. GG.
called it. Knew it. Jetzt brauchen wir noch ein Item für den Dark World Exit. Genau, entweder ein Handschuh, ein Hammer. Oder eine Lampe. Oder eine Lampe für Agna, für Arganem. Agena neben Eastern noch die letzte Location, die in Logik ist. Neben Eastern, korrekt. Theoretisch ist Sora in Logik, aber ein bisschen Geldmangel am Start. Ja. Da würde ich aber auch nicht hochrennen. Obwohl, für Talane würde sich eventuell gleich der Fake Flipper lohnen. Er hat die Moonpearl. Genau. Damit kommt er auch zur Waterfall Fairy rein mit den zwei Items. Mano kuschelt hier mit dem Ball und Chain Guard. Nee, er setzt den Death Warp auf. Das war Absicht. Jep, will erstmal das Dark Cross macht checken gehen. Ja. Oh, Talani hier mit einem Herz. Und nur noch einer Bombe. Das war wohl gekuschelt. Oh boy. Oh. It's bad. Und lässt das Schwert liegen. Was er hätte. Ja, gezwungenermaßen. Dann muss ich jetzt erstmal ein paar Bomben kaufen und das nachholen. Ja, auch kann ich die eine Bombe mitnehmen und kommt damit in Saschas Garderobe. Checkt jetzt Heidi Island mit einem 20er. Und kauft sich dann trotzdem noch die Bomben. Ja. Dann hätte er den einen Stein ja auch liegen lassen können. Save the frames. Shiva hier im Dark Cross. Sucht anscheinend noch die Truhe. Ich glaube, er müsste fast davor stehen, aber. Ja, so wie es aussieht, wie er sich bewegt, auf jeden Fall. Da ist sie. Für ein Dreierbomben-Set. Der Minimoldorum. Ach, gerade noch so in den Bombenframe reingesprungen. Ja. Das, die war aber auch. Die war auch frame-perfekt. Ich würde sogar schon fast sagen, so am Rand, dass es schon wieder pixel-perfekt sogar war. Ja. Shiva auch jetzt auf dem Weg zu seiner Moonpearl. Bis er die gleichen Checks von allen. Und der Lana bekommt auch den 8er Drop. Ja, nein. Hätte er das mal vorher gewusst. Ja, aber er hat ja keinen Weg, die einfach zu töten. Stimmt. Er hat ja das Schwert drin. Jawohl. So, Moonpearl und auf nach Eastern. Oder Agina. Was machst du eher? Agina Eincheck oder Eastern potenzielle 6? Was machst du eher? Agina liegen lassen mit einem Item auf Dark World Access oder direkt Aga gehen? Ich gehe definitiv Agina checken. Okay. Ich schöpfe jede Möglichkeit für, ja. Aber ich schöpfe jede Möglichkeit für einen potenziellen Aga-Ausschluss aus. Also. Interessant wäre auch noch der alte Mann auf dem Berg. Momentan nicht in Logik, aber ja. Hat auch nicht so selten ein Item für uns. Mhm. Vor allem, wenn es noch nicht in Logik ist. Oh.
Ah, zweites Schwert, da klingen bei mir direkt die Ara-Glocken. Ja. Ich erwarte jetzt definitiv hier gleich irgendwo eine Lampe. Ich meine, klar, es war schon mit dem Cape in Logik, aber... Ja. Ich weiß immer, wenn da noch ein zweites Schwert rumliegt, ist es definitiv Ara. Es gilt noch abzuwarten. Wir haben noch ein paar Checks in Eastern. Ja, beide, glaube ich, komplett alle gleichen Checks gemacht, sind hier jetzt auch relativ gleich auf, tatsächlich. Ja. Ja, Talanes Fail bei Minimoldorm war die Zeit, die Manu im Dark Cross verbracht hat. Yep. Oh. Beide gleichzeitig runtergesprungen. Oh. Wow. Wenn das mal kein Handshake ist gerade, dann weiß ich auch nicht. Das ist schon kein Handshake mehr, das ist Hand in Hand zusammenlaufen. Oder so. Oh, Manu, jetzt hat er sich ein bisschen Zeit verspielt. Da lässt du den Talaner dann doch den Vorlauf. Oh. Direkt beide Dungeon-Items. Das heißt, unser letztes Item wird definitiv auf Armos liegen. Ja. Entweder die nächste Kiste hat entweder den Big Key oder im Prinzip ein Progression-Item. Ich meine, klar, Agina ist auch noch da, aber... Ich find's lustig. Ja, durchaus. Aber ich vermute schon jetzt hier in der nächsten Kiste die Lampe. Ja. Oder ein Biki. Dann kommt jetzt halt die Lampe. Obwohl, wir haben noch... Cane of Burner und Boomerang... ne, Cane of Burner requires a bomb. Okay. Bomben! Agina, let's go! Ja, Darkroom, let's go. Ja, das sowieso, den nehmen sie mit, das ist logisch. Dafür nochmal zurückzukommen, wenn da jetzt das Item ist. Ja. Also wird Agina definitiv unsere Progression beinhalten. Oder eventuell sogar tatsächlich Sora. Was richtig mies wäre. Ja, gut. Die Rubine hätten beide schnell wieder voll. Ja, die können auch mal eben Holy Henry machen. Genau. Sind beide innerhalb der 225 Rubies. Ist jetzt nicht so, dass sie gerade bei 50 Rubinen oder so sind, dass sie zwei. Mhm. Und gehen den ganzen Weg durchs Dunkel für ein bisschen Liebe. Ich farme Sora definitiv vor Ager 1. Vor allen Dingen ist Ager 1 momentan gar nicht in Logik ohne Lampe. Und Talane macht anscheinend das Oracle. Yep. Während Shiva nach Agina läuft. Das könnte natürlich jetzt einen kleinen Vorteil für einen von den beiden bringen. Der Hoolian Room so pixelungenau? Ja. Oh, okay. Wusste ich auch noch nicht. Das Setup hier mit der Bombe ist sehr ungenau. Da kann man sich ruhig irgendwie 3, 4, 5, 6 Frames Pixel gönnen. Shiva holt sich hier noch ein paar Rubine auf dem Weg zu Agina mit. Mhm. Auch nicht so verkehrt, sage ich jetzt mal. Eindeutig schneller als sein gleich extra den Hoolian Room aufzusetzen, vor allem wenn Agina jetzt doch die Progression hat. Yep. Nimmt sich aber mehr mit als er braucht. Ja, vielleicht geht er schon mal safe auf Pot Money. Ja. Dann müsste er noch einmal rein jetzt, dann hat er die 110. Kiki. Damit der Affe sich weiter seinen Kaviar leisten kann.
perfekter Rubin-Code. Count für... für Sora und Pot. Und unser Hobo. 300. Da kommt die Bombe. Da hat der Rudi einen umsonst gemacht. Jawohl. Ja klar, aber wer macht das vorher und erwartet da Geld? Also. Oh, und Sora. Sora. Oh boy. Ja, vielleicht ist es ja nicht nur Sora. Wir haben noch zwei weitere Checks. Ja, die sind natürlich nicht in Logik, aber Sora muss definitiv Progression haben. Das ja. Ah, vielleicht, wenn es eine Lampe ist, erspart Talan sich hier Ärger, wenn da ein Hammer drin ist oder sowas. Aber nein. Jetzt bin ich gespannt. Also ich bin mir relativ sicher, dass das eine Lampe wird. Der Blaubumerang. Talano bleibt weiterhin im Fake Flipper. Ja, das geht ein bisschen schneller als drumherum zu laufen. Ja. Ich hab da immer ein bisschen Schiss, mich zu softlocken. Wäre nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Oh, boy. Ein gut bezahlter Hammer. Ein sehr gut bezahlter Hammer. Da haben wir dann doch den Agina erstmal ausgeschlossen. Was heißt erstmal? Es ist komplett ausgeschlossen, ja. Und wir sehen direkt Village of Outcast von Talane. Oder er geht hoch nach das Mountain, zwei Items checken, aber das glaube ich eher weniger. Ja, nicht mit dem Dark Room, wenn er jetzt den Dark World Exit hat. Ja, er geht nach Village of Outcast. Aber der Seed hat von uns tatsächlich verlangt, dass wir uns Geld zusammen farmen. Ich habe so einen 300er im Pool momentan. In Logik zumindest. Und ansonsten wollte der Seed, dass man sich das Geld zusammen farmt. Tja. Wir müssen auch mal was schaffen hier. Wir sind hier nicht zum Vergnügen. Nicht? Nein. Schande. Und nächster Map-Check. Oh. Interessante Pendants. Skull, Woods und Turtle Rock. Und Ice Palace. Und Ice Palace, jawohl. Oh, der zweite Red Crystal war, habe ich nicht gesehen. Glaubt, der war ein Swamp. Ja, ja, er war ein Swamp. Wird auch so getrackt, genau. Ich erwarte von Shiva jetzt allerdings, dass er erst nach Hype Cave gehen wird. Ich auch. Ja, definitiv. Wird wahrscheinlich die Südroute komplett abarbeiten mit Stumpy und Shovel Game. Ja. Und Skywood's momentan tot für uns. Naja, noch nicht. Wir haben noch eine Kiste. Ja. Eine Lucky P. Als hätte er die gesehen, da in dem einen Ding. Ja, einfach mal X-Ray angeschaltet und let's go. Talana weiß, wie er den Raum machen muss, ohne dass die... Oh, da ist der Burner und eine Flöte! Oh. Oh, und der Single Arrow! Ah, aber die Flöte ist ganz stark. Die kann er dann direkt aktivieren, wenn er nach Village of Outcast geht.
Ja. Und hat damit auch den Berg jetzt offen. Mit dem einen Check. Ja, der in eine Logik. Check auf dem Berg. In Logik einer. Ja. Machen kann er wahrscheinlich drei. Also zwei machen. Einen zwei. Anrufen. Ja, genau, genau. Talan geht erstmal. Nope. Ah, schade. Das war nicht mehr gewesen. Den gehen wir ja noch vor uns. Und Babalage mit 10 Pfeilen. Schade. Obwohl sie haben Escape. Wäre jetzt nicht so das Play gewesen. Ja, wann siehst du auf Bumperlet schon mal ein Item, wenn du early das Cape hast? No. Ich zweimal und ich zweimal nicht hingegangen, gecheckt bis Last Location. RIP. Ja. Danach natürlich jedes Mal 15 Mal gecheckt und da war nur Trash drauf. Dann vergisst es wieder dieses eine Mal und ist wieder der Bogen drauf. So geht's mir mit dem Lumberjack. Ich checke immer diesen Lumberjack. Der einzige Seed, wo ich den Lumberjack nicht gecheckt habe, war ein Mitz drauf. Tja. Oh, Tempered. Steve's Town mit dem Tempered. Das nimmt er doch gerne mit. Ja. Siebstum ist ja zwei Items. Einmal der Big Key, der garantiert ist in den ersten vier Kisten. Genau. Shiva hier mit seiner Flöte am Werke. Das wird ihm nochmal ein bisschen Zeit sparen. Talan muss extra nochmal zurücklaufen, um die Flöte aktivieren zu können. Ja. Vor allem, wenn er hier jetzt gleich alles erledigt hat. Aha. Natürlich von der Kathedrale ein weiter Weg hierhin. Ja, naja, was heißt weit, aber der auf jeden Fall Zeit kosten wird. Mhm. Talana sammelt das eine Sicherheitsherz nicht ein. Ohne Boots. Aga 1 ist relativ. Ja, was heißt relativ? Aga 1 ist tot für uns. Komplett tot für uns, ja. Auch Shiva hier auf dem Weg nach Skullwoods. Haben wir jetzt eigentlich ein Item gesehen in Skullwoods oder? Du fragst den Falschen. So, Paradox Cave hat ein paar Bomben für uns. Ja, danke. Immer so ein netter Hint. Ja, komm, besser als so ein Hint wie in GT ist Kohle. Ja. Na gut, kann man sich streiten, welcher mal kriegen will. Ich glaube, beide brauchen wir nicht. Oh! Oh, Mirror! Hallöchen! Ja. Damit wird sich Talana wahrscheinlich nach unten aus Village of Outcast bewegen und K45 mitnehmen können. Das kann er so auch, ja. Kann dann aber allerdings auch direkt noch K45, ja. 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 Nee. Labert keine Scheiße, abgehakt. Ja. Oh. Manu. Da macht er Quake Action. Wer kann, der kann. Jetzt nicht crabben lassen. Sollte am besten gleich mal den Death Warp hier
mitnehmen. Ja, macht auch. Währenddessen, außer dem Schwert, bisher nichts in Thiefstone. In der Mirror. Und dem, stimmt. Ja, habe ich schon wieder komplett vergessen. Immer solche Amateure am Kommentieren. Ja, und dann noch der Kitron nebenbei, genau. Ja, ich weiß. Das ist ja genau das, was ich meinte, von daher. Ja, der Frosch ist noch nicht in Logik. Bonsai. Ne, mit sind noch nicht dabei, von daher. Ansonsten die Route ganz logisch. Wenn man Frosch und Kiste weglässt. Jawohl. Und die Hammerpacks. Nee, Titans. Ja, wenn man das weglässt, ja. Die hat er gar nicht aufgeschrieben. Ja. Ach stimmt, hat er gar nicht. Never mind. Oh, nice Rod! Davor ein Mittelfinger, der mal nicht das Unique Item ist. Er gefunden, wenn eine Hype Cave gar nichts gehabt hätte und dann nur am Ende noch der Mittelfinger kommt. Das wäre doch schön gewesen. Aber nein, ich finde natürlich die Flöte. Ja, immer wieder der Ice Rod, der so trollig ist. Man findet ihn direkt. Direkt findet man den scheiß Ice Rod, wenn Turtle Rock ein Fan ist. Und. Das ist Version 30 geschuldet. Sauerei. Es ist schon interessant, welche Items immer rumtrollen, egal in welcher Version man ist. In der alten Version gab es noch eine richtige Hype Cave. So gut wie immer. Jetzt hast du da maximal mal so eine Flöte. So eine 4 out of 10 oder so, ja. Ja. Ich glaube, ich habe in meinem Leben nur eine 10 out of 10 Hype Cave gesehen. Braindeath meint, dass der Bogen heute trollen wird. Das kann ich mir gut vorstellen. K45 irrelevant. Jawohl. Dann kommen wieder unsere 10 out of 10 Single Arrow Fanatiker. Tja. Zu denen gehörst du ja auch, oder? Nee. Ah, du bist aber gerade eben ganz schön abgegangen beim Single Arrow, also. Und der Single Arrow! Ja. Die Unique Items, die muss man schon hier ordentlich betonen. Okay, okay. Du flippst bei Ice Rod für Pendant T-Rock aus. Ja, Mann. Warum? Oh, wow. Single Arrow. Perfekt. War das besser? Ja. Und tada, auf dem Weg nach Pillars of Darkness. Oder er macht einfach nur Pyramide und Catfish. Pyramide und vielleicht dann auch Pot. Auch eine Möglichkeit. Ja. Also ich würde mit dem Inventar jetzt definitiv Richtung Death Mountain laufen. Ja.
Mit dem Spiegelhammer machst du Paradox Cave mit. Ja, holst dir die Bomben ab, genau, ganz wichtig. Eben. Und da werden eh die mit drin sein und dann direkt Dark World, easy. Nein, Manu hat weder Pyramide noch Catfish gemacht. Er ist von Hype Cave, Dumpy und Shovel Game gekommen. Genau. Aber interessantes Play von Talane, direkt Catfish zu machen. Macht auch nicht jeder. Vor allem, da es sehr isoliert ist, da wir die Sora-Gegend schon gesehen haben. Mhm. Ja, was du für ein Zeug rauchst, Internet Song Girl, da, das will ich jetzt gar nicht wissen. Ein Erzcontainer. Der aufgesammelt wird. Mhm. Damit. Pot oder. Death Mountain? Ja, Death Mountain. Definitiv Death Mountain. Nimm Talane die Flöte weg. Der fängt schon wieder gut an. Komm, Talane, mach nochmal die Flöte an, bevor du hier die Flöte aktivieren gehst. Enttäuschend. So, Leute, Salutationen angesagt hier. Salutiert. Wow. Wow. Und es geht Desert Area. Ja, Agina hat er noch nicht gecheckt. Shiva nimmt noch Cave 45 mit. Will sich hier auch nichts direkt isolieren. Nope. Beide auf dem Berg oben holen direkt beide den alten Mann ab. Was denkst du, haben wir Progression auf dem Berg oder im Pod? Wie gesagt, ich bin ein Death Mountain Fan. Du bist ein Death Mountain Fan, okay. Ja, wenn ich Death Mountain bis Paradox Cave machen kann, bin ich der Erste, der da ist. Oh, ein Bogen, never mind. Wird trotzdem weitergemacht. Ja, klar. Aber damit ist unser Bogen als Troll-Item schon mal raus. Wolfie. Trollig wäre, wenn Hera firelocked ist. Jo. Ist mir mal gerade aufgefallen. Egal. Oh. Die Lampe wird jetzt eh wahrscheinlich oben liegen irgendwo. Oh, ein Buch auf Spectacle Rock. Ether Tablet kann direkt gecheckt werden in einem. Beide nehmen den Hint mit. Aber wenn du mal so bedenkst, hätten sich Hera. Okay, Hera ist firelocked.
Hera hat zwei Locations für uns. Beide hier wieder mit dem High Five. Ich meine, das war auch ausnahmsweise mal ein einigermaßen nützlicher Hint irgendwie. Bisschen late, aber ja. Ja gut, sie hätten es spätestens gemerkt. Wenn sie jetzt gleich reingegangen wären, jawohl. Ja. Und dann liegt unten die erste Kiste. Oder unten im Basement, im anderen liegt dann die Lampe. Oder der Fire Rod. Hookshot könnte theoretisch auf Trinex liegen, ja. Das und da ist der Smoky. Da ist der Smoky. Gut. An einer von den beiden Stellen muss er sein. Mhm. Das heißt, wir haben noch ein potenzielles Item. Bottle ist in Ice Palace. Okay. Wenn die anderen Tränen dann ins Tower sind und Secret Progression hat. Oh. Wer dippt zuerst rein? Wahrscheinlich Talane, wenn er alle Checks schon durch hat, alle anderen. Floating Island. Ein 10er File Stack. Walk of Shame. Oh. Der lange Weg durch Spiral Cave. Aber ich erwarte schon, dass jetzt hier gleich irgendwo eine Lampe liegt. Du willst die Lampe sehen? Ich erwarte sie einfach tatsächlich. Ich meine, ich sehe sie gerne. Ich brauche sie nicht mehr, aber ich sehe sie gerne. Die ich Dark Rooms. Clippers für einen Swarm Dip. Okay. Aber die Dark Rooms habe ich mittlerweile alle drauf. Also. Oh, Mits! Hab ich dir doch gesagt, die Mits sind eh da oben. Tja, dann wissen wir, wo wir gleich direkt hinstiefeln werden. Yep. Super Bunny. Super Bunny. Und eventuell noch ein Spike Cave. Oh, Boots. Oder doch noch die erste Kiste in Hookshot Cave. Ether. Und ein Schild. Oh, unser Tracker hat viel zu tun. So. Sind aber dieselben Items bei den beiden. Wäre das jetzt die erste Paradox Cave und die erste Hype Cave gewesen mit solchen Items, das wäre schon ein bisschen böser gewesen. Ja, Paradox Cave als unser Hype Cave 2.0. Immer wieder. Ja. Yeah. Entweder Paradox oder Minimoldorm. So erfahre ich es zumindest immer. Ja. Yeah. Und beide mit der Möglichkeit zu gucken, was wir für Turtle Rock brauchen. Jawohl. Und ein 300er Rupee und ein Herzteil im Super Bunny. Talan lässt Shot Cave erstmal liegen. Ja, er hat nur eben Total Rock gecheckt. Für Quake, das wir schon haben. Würdest du reingehen, dir den Hint angucken? Ja.
Okay, keine Lampe momentan. Oh, sehen wir den Hover? Oh. Oh. Upp. Oder? Versucht's nochmal. Er übt schon noch mal ein Mach bisschen. Mal kurz eine Trockenübung. Nope. Und da gibt er auf. Dankeschön. Schieben wir jetzt. Bei Cave. Auch relativ knapp bemessen. Jawohl. Für Talane mit 4 Herzen nicht möglich. Ah, möglich vielleicht, ne? Sehr knapp. Doch, hätte gelangt. Hätte locker gelangt. Ja. Swagnet! Let's go! Also, ich hätte Talane sowieso nach dem Hoffen gefragt, ja. Oh! Oh. Nice Glitch! Das habe ich noch nie gesehen. Das sehe ich auch zum ersten Mal. Shiva macht's normal. Da spaltet er einmal den Grabstein des Königs in 2 Teile. Einen teilweise ja sogar noch verdoppelt. So. Bonkrock. Für einen 20er. Okay. So, werden wir jetzt gleich die Blue Mail sehen? Nope. Wir sehen einen Misery Meyer Check. Und Misery Meyer heute mit. Auch Quake. Ah, auch Quake. Viel langweilig. Meierschat 40 Rubine, dankeschön. Was macht Shiva? Shiva macht einen Pedestal-Check. Pet Hype bitte in den Check. In den Check. Oh, wird das ein Pedestal Seed? Wir erfahren es heute sehr früh. Hype, Hype, Hype! Nein! Herzcontainer auf dem Pedestal. Und jetzt Talane hier mit Desert. Fast full clearbar, bis auf den Boss, weil keine Firelock vorhanden ist. Genau. Wir sind 2 Dungeons firelocked bisher. Some Bombs in Big Chest Swamp. Und Shiva macht dies Miss Chain. Und wird sich die Blume mitnehmen. Denke ich mal. Möglich. Oder auch nicht. Ja, vielleicht danach irgendwann mal, ja. Und da war der Song drinne. Di-di-di-di. Wählen Sie Tür 1. Und ein Herzteil. Und das letzte Item auf Lemora. Damit ist Desert für uns gestorben. Und geht nach Misery Meyer rein.
Ohne Kane. Ohne Lampe. Ohne Kane, ohne Lampe, ohne Fire Source für die Firelock-Zeit. Großer Gamble. Ja, kann sich auch auszahlen. Ja. Es gibt da Leute, die gehen mit einem Hint für Firelocked Unique Item rein, ohne Fire Source und finden in der ersten Kiste den Fire Rod. Hab ich mal so gehört. Der Ice Rod kommt zum Einsatz. Ich will ihn auf jeden Fall benutzen, falls mein nächstes Mal nicht benötigt ist. Ja. Und die anderen armen Tracker holen sich vorher noch die Lampe ab. Oh, da ist unsere Fire Source. Das ist so rigged. Immer wieder, ey. Ich hab gehört, das machen Leute so. Wir nennen es ab sofort den Wolfie-Style. Yes. Oh, eine Bottle. Ah, was heißt Grip Shiva? Easy. Verloren ist dadurch noch gar nicht. Nein, absolut nicht. Da direkt die Leute zu beerdigen. Geht noch eben Sicket checken mit seiner Bottle. Für ein Bombenset. Talane überspringt die Firelock. Ja, das macht man ganz gerne mal, weil es viel Zeit kostet und so ein Wachsen. Und verzieht sich wieder, okay. Muss also beim nächsten Mal auf die Firelock-Seite. Ja, aber die hätte ich noch eben mitgenommen. Aber macht jetzt hier auch direkt den Desert fertig mit seiner gerade gefundenen Feuerquelle. Shiva geht noch Bombos Tablet checken. Ja. Auch ziemlich isoliert die Location. Mhm. Und findet da. Da. Ein Herzcontainer. Liebe von den Göttern. Oh, er macht auch ein Maya Play. Zumindest die Maya Area erst. Ja. Yeah. Wir sehen unseren Ice Rod hier im Einsatz von Talane. Ordentlicher Kill von Lenmo. Für noch einen 20. Alles, was Talane in Misery Maya gemacht hat, war in Logik. Jawohl. Also Misery Maya wird betretbar durch Boots oder Hookshot. Wenn man jetzt mal vom Medaillen etc. absieht. Talane auf dem Weg nach Pot, um Pot und Eastern zu klären. Ja, definitiv verständlich. 5 Items. Voll clearbar. 2 Crystals auf dem Weg. 2 Crystals und Isan hat auch noch ein Item, also ja, let's go. Stimmt. Shiva auch erst mit dem Desert Dip
Ja, Tower of Hera wäre jetzt theoretisch auch drin, aber ich glaube kaum, dass da einer für die zwei Items so schnell hochgehen wird. Die sechs Items hier in Pot und Eastern sind dann doch ein bisschen attraktiver. Um einiges. Vor allem, wenn man eh durch muss. Ich find's nie verkehrt, die Kristalle zu klären, die clearbar sind. Egal, definitiv, was man noch offen hat. Kann man auch mal in einem Death Mountain vorziehen. Ja, das wäre nach Pot und Eastern schon eine gute Idee, eventuell. Fetch Quest! Das und nice to have zugleich. Korrekt. Eins der besten Utility Items im Game. Ja, wobei ich finde Half Magic ist auch nicht zu unterschätzen. Das ist für mich das Beste. Fire Rod Spamming. Fire Rod an erster Stelle. Und dann das Puder. Half Magic an erster Stelle, meinte ich natürlich. Ja. Wobei auch je nach Zeit im Seed und getaner Checks auch so ein Schwert-Upgrade manchmal echt gut tun kann. Ja, klar, definitiv. Das ist immer so ein bisschen abhängig. Habe ich jetzt nichts, was Magie verbraucht, bringt mir die Half Magic auch nichts. Wohl wahr. Ja, das Problem für Shiva ist, dass er nicht nochmal gegangen ist, um sich seine Lampe zu holen. Deswegen muss er sich gleich hier durch die Darkrooms hindurchkämpfen. Dark Maze und der U-Turn unten gar nicht so schlimm. Aber der Turtle Room wird. Bomb Jump von Talana. Ja, easy. Wie aus dem Lehrbuch. Und sehen wir den nächsten? Nee. Nee, ohne Big Key definitiv nicht. Stimmt. Ich war gerade irgendwie bei Vanilla. Und unser letztes. Bombos. Ab nach Ice Palace. Genau. Fake Flipper. Da ist der Big Key. Ja, ich erwarte jetzt einen Fire Rod in Ice Palace irgendwie, keine Ahnung. Oh. Fire Rod aber nicht zwangsweise benötigt, oder? Skywoods? Nee. Skywoods nicht, Turtle Rock nicht. Für die Ride-Zeit. GT. Ja, dafür schon. Aber die ist ja auch nicht zu 100% garantiert. Korrekt. Wäre ganz lustig zu gucken, ob es denn der Fall ist. Mhm. Aber der Fire Rod wäre auch doch trotzdem nice to have. Auf jeden Fall. Vor allem für den Torch Room in Gens Tower oben. Genau. Krummelbär, das Pestel ist tatsächlich tot, da war ein Herzcontainer drauf. Was hältst du von Fire Rod in Ganon's Tower? Into Hookshot in Turtle Rocked, Fire Rod Locked.
Oh boy. Der GT-Dip. Oh boy, das klingt richtig ekelhaft. So, wenn ich das jetzt hier gerade gejinxt habe, dann... Dann werden wir dich alle vergöttern. Such einen neuen Kommentator für morgen fürs Weekly. Nee, ich glaube, dann wirst du hier vom Chat gefeiert. Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre für den Kommentator der sadistischen Plays. Link from this world schlägt mich, Hilfe. Nein. Stimmt, der Hookshot kann gar nicht da sein. Swamp. Oh, verdammt, stimmt. Ich hab's auch kurz rausgeblendet, tatsächlich. Wäre auch zu schön gewesen. Talane, why the hammer? Du hast einen Tempered. Come on, loot. Für noch einen Herzcontainer. Oh mein Gott, was ist hier los? Hilfe! Braindeath, holy shit! Was geht jetzt? Braindeath, verschenkt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf! Echt? Zwölf Subs. Jetzt mal alle ganz brav bedanken. Damit hat Braindeath hier 12 Leute fürs Guessing Game eingespannt. Ja. Die nun als Supporter mit auf die besten Liste kommen können. Korrekt. Und da kommt noch ein P529, genau. Subtrain. Chuchu. Und ich habe meinen letztens doch selber bezahlt. Dance Game. meiner läuft auch noch. Ich habe tatsächlich jetzt auch den zweiten Sub gegiftet bekommen. Ich glaube, das erste Mal war vom Lemmy Lemzwerk. Und den zweiten habe ich tatsächlich vergessen. Feels bad. Schande über dich. Ja. So. Jetzt die Frage, was ist in Eastern? Genau, von Charlie Nevers. Ja, danke. Wie konnte ich das nur vergessen? Feels bad, Charlie Nevers. Feels bad. Oh, hat hier den Quick Kill gefailed. Für eine Blue Mail. Oh. Blauer Shy Guy. Sehen wir unseren schwarzen Shy Guy noch? Ich glaube nicht. Old Dummy, willkommen im Club. Aber wer hat, der hat. Ja, wer nicht hat, Crit gegiftet. Aber bei dir auch nur aus Mitleid. Ja, ich weiß. Ich werde immer bemitleidet. Oh. Ja, gibt Schlimmeres. Wurbar. Wenn der Shy Guy den Talani hier hat, sich die Red Mail holt, wird er zum schwarzen Shy Guy, weil er ist ja als roter Shy Guy gestartet. Genau. Warum dann gerade schwarz? Keine Ahnung, aber es ist so. Weil es auch noch gut aussieht. Nicht wie beim Yoshi-Skin. Ja. Yoshi ist ja mega triggert. Der will ja die Red Mail nie haben, wenn er seinen speziell nie Yoshi benutzt. Und dann hebt er sie in Spiral Cave auf. Ja.
Wenn wir Seeds zusammenspielen, sagt er immer, sagt mir bitte, wo die Red Mane ist. Damit er sie ja nicht aufsammelt. Genau. Auch gut. Da kannst du aber auch sicher sein, dass es nicht macht. Ja. Ja, meistens sowieso irrelevant, weil er dann seine Insane-Seeds wieder spielen muss. Ja, eben. Der mit seinen Insane-Seeds. Das, ja, ja. Talani jetzt mit dem Sick-Hit-Play. Oder doch ja. Nicht. Rennt dran vorbei. Er macht die Smith-Chain erstmal. Und wird sich auch die Redmail jetzt nicht abholen. Shiva jetzt auch durch Pott durch. Bonk. Aber direkt in das Schild rein. Das muss man mal wie aus Versehen aussehen lassen. Das geht schon fast nicht. Nee. So ganz eindeutig definitiv ist das schwer, so aussehen zu lassen. Shiva nimmt die nächsten Darkrooms auch in Angriff mit Eastern Palace. Ja, was ist jetzt so das Play? Wir haben Eastern gesehen, wir haben Pot gesehen, keine große Progression. Was sind nochmal so? Hera ist in Logik. Ja, Eisenpalace Hera. Ist nicht in Logik, Swamp nicht in Logik, Skywood's nicht weiter clearbar, Maya nicht. Maya wäre auch noch in Logik. Ohne Somaria nicht clearbar. Und Chalinet verschenkt den nächsten Sub. An Ramond. An Mr. Tusten. Habe ich da Entrance Randomizer gehört. Ja. Hat er genug geweint. Ja, Ramond. Ja, schon klar. Also Bonsai, wenn du Sterne sehen willst. Und Kitron für Divi sein. Was ist denn jetzt los hier? Ich weiß nicht. Irgendwie ist mir gerade die Maus verrutscht. An Divi, der Sub wird verlängert, sobald du den Kompass gefunden hast. Perfekt. Und hier wird mir schon die Liebe im Chat gestanden. Sorgen wir dafür, dass hier keine Plebs mehr sind. Bonsai, du wolltest doch Sterne sehen. Jetzt habe ich dir da auch deinen Stern hingemacht von mir, also bitte. Es war keine Androhung für Schläge, also bitte. Das Statussymbol für für Leute, die kein Statussymbol brauchen. So, was sehen wir jetzt? Ein Aga. Nein, ein Darkrocks. Ja, klar. Wo allerdings auch nur Bomben drin sein werden. Also wahrscheinlich wird's dann echt Tower of Hera. Maya. Frage ist, wo Shiva hingehen wird.
zwei Items Lehrer, zwei Items Meier für ihn. Er wird definitiv erst nach Hera gehen, ist voll clearbar. Meier ohne Somaria. Er kann ja noch. Stimmt, er hat ja gar keine Fire Rod. Und ja, stimmt. Ja. Deswegen. Für ihn nur noch Meier übrig. Stimmt. Ja, ja. Geht auch hin jetzt. Und wenn da jetzt Firelock das Item ist und er da hingeht. Und Hera auch irgendeine Progression hat. Firelock zum Maria in Meier? Come on. Boah, das wäre echt. Das wäre hart für Talana auf jeden Fall. Alter, das wäre richtig hart. Talana wird dafür das Item. Ja. Ja, je nachdem, was an Hera findet, reingehen, ne? Er hat nur noch ein Item in Hera, also. Hera hat noch zwei Items, oder? Nein, die Kiste hier vorne war ein Herzteil. Und ein großer Schlüssel, kleiner Schlüssel. Hera 2 oder 3 Items? 2, ne? 2. Okay. Talana mit der Kaffeepause. Ja, Turtlock ist auch noch gar nicht betretbar ohne Somaria. Nur für den Hint. Ja. Ist Firelocked in Misery Mine. Oh boy. Im Streamtitel mal bitte in Jinxen, was das Zeug hält um. Danke. Und was werden wir hier finden? Firelocked in Hera. Eure Guesses in den Chat. Ein Hookshot oder. Nee, der Gewinner Bicky, kriegt einen Sub. Bicky! Ah. Also, du kriegst zu keinen spät. Sub. Ich will auch keinen Sub. Doch, klar. Ein Sub für unseren Speedgaming-Kanal hier. Support, wo das Zeug hält. Ob das Single Ruby schon raus ist, weiß ich nicht, aber es gibt mehrere. Sind's es gibt zwei. Oder? Ja. Single Ruby ist kein Unique Item. Der Mittelfinger. Oh, Firelock Meier Seite. Hype. Bicky. Werden wir die Cutscene sehen? Ah, oh, Talana fällt runter. Ja, werden wir. Shiva wird Meier jetzt komplett durchziehen, bis auf. Bis auf den Boss. Es sei denn, er genau. Macht hier das Play und findet echt den Somaria hier in der Cutscene Room. Genau, der Single Arrow ist unique. Ah, Talana wird gemobbt von Trolldorm. Das passiert den Besten, wie man hier sieht. Und auch einem Talana. Oh, oh, oh. Oh, in die Ecke gehe ich nie rein. Wow. Wie findest du die Ecke? Gehst du rein oder nicht? Nein. Nein. Der Hint in Meier auch nicht wertvoll und. Oh, Firelocked war ein Kompass. Von daher, Meier, RIP. Aber immerhin hat er jetzt seine Fire Source. Nein, wir haben noch die Big Chest, wo wir noch das Item drin sind. Ach stimmt, das hat Talana gar nicht gemacht gehabt. Er hatte den Bicky gar nicht. Bicky war Firelocked, genau. Talana jetzt mit Spy Cave. Wird da auch nichts finden. Oh!
Die Flippers. Come on. Wer hatte eben gesagt, dass das weh tut für Shiva? Für Talane. Nee. Dass die Lampe, die Shiva liegen gelassen hat, weh tut. Bis dahin. Das hat definitiv nicht wehgetan, also. Nee. Ich meine die paar Darkrooms, aber. Oh, Talane muss überlegen. Talane muss überlegen. Hat er beide Items im Maya weggetrackt? Oh, oh boy. Nimm den alten Mann zum Flöten. Die Frage ist, wohin? Wohin geht's? Geht's zur 6? Ja. Jawohl. Ah, aber trotzdem noch ein kleiner Weg. Yep. Muss ich erstmal den Big Key abholen und dann die Big Chest. Okay, auf der Last Tracker ist anscheinend noch ein Item in Maya. Aber er überlegt gerade. Er hat keinen Big Key gefunden. Also keine gute Entscheidung gewesen, Misery Maya hier triple dippen zu müssen. Yep. Wieder die Ice Rod Strats. Ja, für einen Zero Cycle hier im ersten Raum. Shiva auch direkt mit dem Desert Clear hinterher. Ja, logisch. Und dann wäre jetzt wahrscheinlich unser Play Ice Palace oder die ersten Kisten in a Swamp. Ich glaube, ich würde Swamp bevorzugen. Ich auch. Vor allem mit der Left-Side zusammen. Oh. Je nachdem, wie die Itemverteilung ist, da der Big Key auch ganz hinten sein kann. Okay, Manu, mach doch erst Hera noch. Ja, Swamp ohne Hookshot, definitiv. Der Hookshot kann auch immer noch im Swamp liegen, also, ja. Ja, der Ice Palace ohne Hookshot ist aber mit einem Bombjump clearbar. Clearbar, ja, aber. Nee. Und die zweite Kaffeepause. Dieses Mal für Shiva. Ah, was trinkst du denn gerne in deiner Kaffeepause? Ich bevorzuge einen leckeren Eistee. Ein leckerer Eistee, okay. Ja. Und du? Ich halte gerade meine Bierflasche in der Hand. Dagegen hätte ich auch nichts einzuwenden. Wenn ich noch welches da hätte. Yep. Oh, die ganzen Medaillons. Ja, gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass Bombus war, glaube ich, in Palace of Darkness. Die anderen beiden habe ich komplett vergessen. Quake war auch sehr früh. Quake war Kakariko Well. Stimmt, in Kakariko. Ja. Ein Buchhint, den wir nicht brauchen. Und Talane mich im Ice Palace Play. Für. Ja, für was? Für den Fire Rod oder den Kane? Je nachdem. Und für zwei Items. Dritte Item ist eine Bottle. Und
Paradox war Isa, genau. Paradox Isa, ja, genau. Was hältst du von dem 2-Item-Stip in Ice Palace? Gar nichts. Okay. Ich mag Ice Palace einfach gar nicht. Na, ab und zu, ich find's gar nicht so verkehrt. Okay, mit jetzt Hins und allem. Ja, jetzt momentan mit der Ausrüstung ist es in Ordnung, aber ich mag Eis trotzdem nicht. Ich mag Coldstair nicht. Also ich finde Coldstair angenehm mit mindestens Tempered, Half Magic Fire Rod und Bombos. Ja, genau. Damit man ja nicht zu viel Magie direkt verschwendet. Oh. Oh, Big Red Bomb, Unique Item. So, das könnte der Kane sein. Das könnte der Kane sein, genau. Hookshot, nicht in Logik dafür. Es könnte Fire Rod. Schaufel, Hookshot. Nein, Hookshot nicht. Nee, Hookshot stimmt. Bloomerang? Den Bloomerang haben wir auf Sora Ledge gesehen. Ach, stimmt. Silver Arrows. Silver Arrows, genau. Aber auf jeden Fall ein wichtiger Hint. Wobei Shiva wahrscheinlich nach Swamp direkt hochgehen wird und die Big Red Bomb abgeben wird. Er kann den ja nicht clearen. Stimmt. Stimmt. Er findet Hookshot. Er findet den Hookshot eh in Swamp, ja. Bin ja. Ich auch nicht hier. Von daher. Ich gehe sogar weiter, ich sage, er findet ihn nicht mal Hookshot locked. Oh, Half Magic. Okay, Hammerlock. Nicht mal Hammerlock, also direkt in der ersten Kiste. Ja. Beziehungsweise die zweite Kiste, wenn man den Small Key mitrechnen wollen würde. Der ist dort garantiert, deswegen. Genau. So, das letzte Item in Eis. Wo ist es? Auf Coldstair. Ja, was ist das letzte Item? Wir haben auch noch die Flasche, ne? Ja. Aber hier jetzt noch zwei Checks, ohne dass wir Hookshot-locked sind. Geht die Hookshot-Locked-Seite? Ne, er läuft einmal außen rum. Da ist die Bottle. Jetzt noch eine Bottle in Eis. Es gab einen Swamp-Hint für die Big Chest, ja, da war nicht drin. Ich glaube, da war eine Rubine oder irgendwie sowas drin. Ja. Oder Bomben, ja, okay. Whatever. Und Big Chest für den Kompass. Und Hookshot. Left Side, come on. Am besten noch links. Klar. Hookshot ist jetzt Left Side Swamp. Definitiv. Confirmed. Aber auf der linken Seite, um sich rüber zu hookshotten. Nein, auf der rechten Seite. Einfach, um noch mehr trollig zu werden. Ist French Vanilla nicht trollig genug? Wir führen die Trolls zu ihrem absoluten Limit. Push them to the limit. Und Ice Palace ist done für noch eine Bottle.
Wer hat's gecallt? Double Bottle Ice. Ich hab doch gesagt, das war nicht der Bottle Hint, das war die zweite Bottle. Damit jetzt nur noch Swamp, oder? Glaube ja. Damit das richtige Play für Shiba. Jetzt die Frage, ob's der Hookshot sein wird oder so Mario. Das ist egal, es ist ein Vorteil. Das weil auf jeden dann Fall. Der Double Dip auf jeden Fall erforderlich ist. Hookshot wäre jetzt angenehm für vielleicht sogar noch so Mario hinten, aber ja. Und Kiste Nummer 1 auf der Left Side. No. Und die letzte Kiste. Das ist natürlich die rechte Kiste. Wieder Last Location. Wie beim Dark World Exodus. Zumindest für Shiva. Stimmt, bei Talane war danach noch Agina, aber ja, whatever. Und Hookshot! Jawoll! Called. Dann I'm out. Jetzt der Kane, wo? Hookshot Cave? Hookshot Cave, ja. Aber ich gehe schon aus, dass er davon aus, dass er eventuell echt hier hinten sein wird. Oh. Ich sage die linke Kiste von den beiden Gefluteten. Ich sag die Kiste mit dem Schiebeblock. Ich weiß nicht, was die für einen Namen hat. Ich glaube, das ist Waterfall oder irgendwas nennen die sich oder keine Ahnung. Okay. Shiva damit einen Vorteil von Left Side Swamp gehabt, oder? Ungefähr. Ja. Shiva hat jetzt allerdings noch den Ice Palace offen. Das könnte ihn nochmal baiten. Ja, gut. Ach, Red Bomb, genau. Die Red Bomb hat ja noch ein Unique Item für uns. Stimmt. Aha, da war der Kompass. Und unsere letzte Bottle. Damit auch zwei Bottles für Shiva. Falls er sich ein paar Tränke kaufen will. Und unsere beiden Kisten sind raus. Stimmt, Big Red Bomb wird sein, wahrscheinlich. Oh, Schaufel into Somaria. Oh. Schaufel into Fire Rod into Somaria. Oh, okay, ja. Red Bomb Hint war in Ice Palace. In Ice Palace. Weiß nur Talane. Ja. Stimmt. Aber logisch, da jetzt sofort nach oben weiterzugehen, wenn er es denn im Auge hat, dass es die Red Crystals sind. Und Shiva kriegt hier am Anfang schöne Quickstrats hin auf Argus. Ja. Ah, die letzte will nicht. Ah, come on. Oh, come on. Die geht auch einmal rum. Von rechts nach links. Yeah. Nach oben. Und cycelt hier echt nochmal durch die Phase hindurch. Und Karte. Ja, die hat noch gefehlt. Genau. Oh. Damit jetzt Big Red Bomb oder Hookshot Cave. Wohl wahr. Dann wird die Frage sein, ob Manu eventuell erst noch in Ice Pass reingehen wollen würde. Aber er macht die Big Red Bomb tatsächlich erstmal. Zu Kane auf Motto. Ja. Das ist das, was ich gesagt habe. Genau. Genau. Fire Rod ist ja nur momentan die Motto. Ich
Ja, wäre jetzt auch gar nicht so schlecht, Firelot noch mitzunehmen, also... Sergio, you need the Fire Rod for the right side of Turtle Rock or the entrance to Morphula. And right side GT. Yes. But Turtle Rock is out of logic. Without the Can of Samaria. Daisa! Oh! Damit ist Shiva im vielleicht Go-Mode. Wenn die Right Side in GT den Biki nicht halten sollte. Wie nennt man so gerne Schrödingers Go-Mode? Schrödingers Go-Mode. Ja, noch nicht mal No-Mode. Falls er den Bombjump kann. Ja. Ja, theoretisch könnte man den Right Side GT mit dem Bombjump machen. Ja, das ist aber timingmäßig echt... Das ist sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Da musst du schon die Mummies und alles killen, damit du da nicht behindert wirst. Damit für den Beutel für Talane? Ja, der Seed bezeichnet Talane hier auch als Flasche. Ja, die Lampe ganz hart required auf jeden Fall. Und wie? Einzigste Fire Source. So, und Shiva macht sich ja jetzt hier auf den Weg zu Witty und das wird sein letzter Crystal sein. Und können wir ja mal für unsere ganzen neuen Abonnenten hier unser Biki Guessing Game erklären, wa? Soll ich das mal machen? Jawohl. Im Ganon's Tower, dem letzten Turm, den wir betreten werden, gibt es 22 Locations, wo sich der große Schlüssel befinden kann. Das dürft ihr dann im Chat raten, wo er sich befindet. Und jeder, der Supporter des Channels in Form von einem Sub oder 250 gespendeten Bits ist, hat die Chance, bei einem guten Guess auf die Bestenliste zu kommen. Das Game wird gestartet, sobald Shiva den ersten, den letzten Kristall aufsammelt und... Genau, es läuft schon lange, nee, Spaß. Und beendet, sobald er dann Gen's Tower betreten hat. Genau. Was ist eigentlich, wenn er wirklich Fire Rod locked ist? Was Guessing Game gestartet ist. Und wenn Talane dann... Das tatsächlich merken. Ja. Jetzt wird ja dann... Oh. Talane macht ein Double Buy. Nice, er hat ja genug Rubine, also. Oh, jetzt muss man noch ein bisschen aufpassen. Hm. Hat er noch eine Potion? Ja, okay, Cape. Easy. Cape Strats. Mit Tempered in Ordnung bei den Augen. Wenn auch nicht so erwünscht. Ah, jetzt hätte ich noch eben den Bogen ausgepackt, eventuell. Zwar nicht viele Pfeile, aber ja, whatever. Ja. Lauf! Lauf, Manu, lauf! Komm, jetzt aber nochmal die Pfeile. Ach, okay. Nein. Ja. Internet Own Girl, wer ist denn hier deine zwei Lieblingskommentatoren? Ach so, ich verstehe. Ja, nevermind. Moment, ich hab grad gar nichts mit. Mit welcher Zahl gehst du denn? Ich gehe mit der 10 an den Start. Ich bin mit der 22 dran. Wie immer. Jetzt wird dein Guest natürlich definitiv Teil Room, wenn es denn nicht die Right Side sein sollte.
Also du hast ja mit der 22 schon ordentlich ein Ei gelegt, würde ich gerade mal sagen. Also wer hier jetzt 19, 20, 21, 22 gesagt hat, der hat einen klaren Nachteil. Also. Wieso? Ja, die vier Kisten Right Side. Möglich, ja, durchaus. Möglich ist auch der Bomb Jump. Möglich ist auch der Fire Rod direkt vorne in GT. Möglich ist auch, dass es einfach die Locations 1 bis 2 bis 5 werden. Natürlich. Alles möglich. Und die Frage mit den Lieblingskommentatoren, die Aussage war natürlich sehr gemein. Muss ich zugeben. Ah, wie? Was? Wie? Von Internet's Own Girl. Mit den Lieblingskommentatoren. Die zwei Lieblingskommentatoren hier. Ja. Damit kann es ja eigentlich nur du gemeint sein, also von daher. Ja, genau, ich zähle als zwei Kommentatoren gleichzeitig. Genau. Ja, verdammt, Wirtschaft ist scheiße, ich weiß. Manu macht noch Hookshot Cave mit. Dude. Let's go, 22. Nice play, Shiba. Aber wenn er jetzt Right Side GT ist und Talane skippt das, also holy crap. Ich glaub, Talane wird schon fast den Gamble eingehen mit dem Bomb Jump dann. Mit dem Triple Dip in Maya. Wow, Manu hier, come on, Alter. Let's go. Jetzt ein Right Side GT Bicky, also wow. So, dann wird das Guessing Game jetzt auch gestoppt. Und da geht auch straight zur Right Side. Ja. Natürlich die ersten zwei Kisten hier, Hope Room für den Schlüssel, da geht er auch direkt weiter. Ich muss mal kurz gucken, wo der Big Key ist. Ich kann das ganz gut nachgucken. Aha, aha. Kann ich doch nicht, Tanvi hat nicht mitgeraten. Oh. Ja, dann wäre es eh die 4 gewesen, von daher. Ja, er ist ja sonst immer nur am nächsten dran. Ja. So, jetzt Half Magic gegen Fire Rod Vorsprung. Und Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5 Silvers. Oh. Und eine Schaufel. Okay, Bicky ist nicht auf der Right Side, also. Ja, okay. Damit logisches Full Inventory. Bis auf den Blue Boomerang. Ja, also volles Inventar und Upgrades fehlen noch Butter. Yep. Und das Mirror Shield. Wo die Redmail ist, wissen wir. Jawohl. Und Shiva hat auch die Blue Mail an. Shiva hat keine Blue Mail. Doch. War die Blue Mail nicht auf Colts? Nee. Nee, never mind. Er hat sie doch an. Das ist nur ein aller Link. Achso, ja, never mind. Auf kurz, der war die Bottle. Ja, richtig. Ich habe keine Ahnung, wo die Blume war, auf irgendeinem Boss. Ich glaube, ne, ach, Helmo war es, glaube ich. Ja. Talane macht tatsächlich auch den Fire Rod. Vicky, das war die Nummer 12. Damit hat gewonnen mit der Nummer 12 der Ramon. Ja, hi, GG mit dem Subgif hier. Ja. Wow. Und Shiva hier auf dem Weg zum Gauntlet.
Ja, Shiny, da hast du uns was angetan. Hast dem Manu hier seinen Guess. Und Talane geht auch Right Side zuerst. Er wird dann wahrscheinlich auch seine Silvers finden. Jawohl. Mhm. Ja, viel zu bad, Shiny. Hättest du es mal nicht gemacht. Tja. Sowas wird immer bestraft. Und ja, Nettigkeit wird immer bestraft. Aber ja. Schöne Fee hier für Shiva. Aber nein, wir sind natürlich alle dankbar hier für den Support Speed Gaming Kanals. Also. Genau, Shiny, es ist ein quasi Win für dich, ja. Ich glaube, in Ramons Herzen bist du der Gewinner. Ja, auf jeden Fall. Shiva jetzt bei Lenmo 2 angekommen. Und wenn wir nachher nochmal Factorio starten, dann könnt ihr euch beide ja nochmal richtig aussprechen. Oh, verpasst hier den Silver Arrow. Shiva hat noch die Green Goop Bottle, oder? Yep. Ja, da war sie. Eine Green Goop Bottle und eine Biene, wenn ich mich recht entsinne. Sollte auf jeden Fall ausreichen für den Ganon mit Silver Arrows. Ja, das auf jeden Fall. Bekam hier noch einen schönen Refill. Zweiten Wizard Room. Und Torch Room. Ja, wenn Shiva sich einen Gen Fall erlaubt, könnte es problematisch werden. Ja, dann werden sie ungefähr gleich auf. Oder eventuell so einen Turm. Ignoriert hier seinen. Oh, seinen Magie-Refill hat er mal straight ignoriert. Oh. Und hat vergessen, den Hookshot auszuwählen. Ei. Ja, SPS war ein bisschen Zeitverschwendung, da war ja nur eigentlich ein paar Potions. Flaschen. Und die Half Magic, ne? Ja. Gut, wobei Shiva nicht viel Magie brauchen wird. Mit dem, was er hat, wird er den Torch Glitch eventuell, wenn er ihn haben will, aufsetzen können. Und dann mit Silver Arrows kann er locker mit der Fire Rod die Fackeln wieder anschießen. Verpasst hier allerdings einen Hit, einen Zero Phase für ihn. Während Talane Moldom 2 jetzt gelegt hat. Da war nochmal ein Double Hit für Shiva drin und da ist noch einer. Oder? Ja. Talane und damit. Ja. Führe deine Aussage fort. Damit Talane jetzt auch durch den zweiten Riss Room durch und. Und Shiva mit AH2 down. Beginnt jetzt gleich seinen Ganon Fight. Shiva bei 1,44,45 mit dem Durchbruch.
Oh, schöner Double Spin Hit. Ja. Auch sehr nette Location da unten wieder. Oh, sehr schönes schöner Bonk. Wow, ja. Also das also, Execution technisch ist sehr schön. Auf jeden Fall. Ist schon jetzt in Phase Nummer 3 angekommen. Und der letzte Hit vor Phase 4. Und wird das ein Doppelhit? Nein. Verpasst den Torch Glitch. Ja. Aber halb so wild. Und da fehlt noch ein Hit. Muss dann hier nochmal Magie schlucken oder. Komm, benutzt die Oh, das wird knapp. Geh weg da. Okay, never mind. Und damit der letzte Pfeil für Shiva und es wird ein drittes Game geben, wenn er jetzt nicht hier runterfällt noch. Damit Shiva hier GG gewinnt sein zweites Match. Für ein 1:1 gegen Talana. 1:1. Yo, GG. GG. Ja, GG, Manu. Ja, lief ja diesmal ein bisschen besser, ohne Konzentrationsfehler. Ja, du hast Talane hier tatsächlich noch geschlagen und machst damit das dritte Race hier gegen Talane bald. Ja, freue ich mich schon drauf. Also deine Execution bei Gen war wirklich sehr schön mit anzusehen, muss ich sagen. Ja. Ja, danke. Habe ich auch viel geübt für. Gerade bei Gen willst du halt nicht dann das Race wegwerfen. Ne? Deswegen habe ich mir gedacht, machst du mal ein bisschen Practice. Sag mal, wenn man weiß, wie er richtig funktioniert, sollte den eigentlich auch jeder beherrschen mit 2-3 Stunden Übung. Gut, ist nicht die spannendste Übung, aber lohnt sich manchmal. Jo. Aber es war auch nochmal ein sehr knappes Race hier tatsächlich. Also Talan jetzt auch bei Gen Phase 3. Ja, ich sehe schon, er hat zu mir gesagt, dass er Probleme mit den Flippers hatte und das hat ihn halt eine Menge Zeit kostet, ne? Ja, ja, er genau. Hat den Triple Dip in Misery Mire. Hat das zweite Item liegen lassen. Das ist ärgerlich für ihn. Hab aber irgendwie momentan ein bisschen Probleme mit Gens, mit Silvers. Ich glaube, das sollte ich nochmal üben. Meine Double-Hits kommen da eigentlich nie zur Geltung. Ja, das war schade, aber ansonsten war dein Gen-Fight eigentlich sehr schön. Ja, zu dem Seed habe ich eigentlich persönlich jetzt nicht so viel zu sagen. Also, war... Am Anfang habe ich mich richtig behind gefühlt, als ich hier Thieves Town und dann Skullwoods und die ganze Overworld checks und so und da kam nichts und kam nichts und kam nichts. Und irgendwann dann hoch auf Death Mountain mit der Flöte und dann kam da der Bogen und dann habe ich kurzzeitig überlegt, ob ich nicht direkt Hot und Eastern gehe mit der Flöte. Hab da bestimmt auch mitbekommen, wie ich meinen Vogel gerufen habe und dann gedodged habe, weil ich es mir doch nochmal anders überlegt habe. Mhm. Ja. Aber auch Talane hat uns jetzt hier gejoint. Auch noch ein GG an dich. Hallo. GG. GG. Ja, GG. Ja, knappes Race, aber wir freuen uns auf jeden Fall schon mal auf ein drittes Game von euch. Es ist halt wieder ärgerlich, das ist genau wie mit Alex Hex damals. Ich habe das Spiel einfach komplett in die Tonne geworfen. Hätte nicht sein müssen. Deine Flippers liegen zu lassen, das war schmerzhaft, glaube ich. Ja. Aber sonst war eigentlich ganz okay, sage ich mal. Execution war in Ordnung und
Ja, also ich bin zufrieden, abgesehen von dem Fauxpas. Ja, genau, was war das denn hier mit deinem Hover-Versuch? Naja, ich hab's letztens, ich sag mal, gelernt, von daher dachte ich mir, okay, ich mache ein, zwei Versuche und wenn's nicht klappt, dann gehe ich ja wieder. Also ich werde das wahrscheinlich jeden Seed machen, solange bis ich es halt irgendwann mal zuverlässig hinbekomme. Interessant wäre gewesen, das wäre die Kiste mit dem Fire Rod gewesen, wo du hingehabert wärst. Ja. Ja, wahrscheinlich hätte ich dann irgendwie Skywards doch noch gemacht oder so. Warum hast du Ice Palace über Swamp gemacht? Weil ich nicht nach Swamp gehe in der Hoffnung, dass da Vanilla Hookshot drin ist. Keine Ahnung, finde ich nicht okay. So sinnvoll. Ja, das haben sich auch viele bei uns im Chat gedacht, aber ja. Weil wenn man dann schon weiß, Big Chest ist auch Quatsch, sage ich mal, weiß nicht. Min hat ja auch die Chance nochmal. Aufgemacht. Wusste ich schon gar nicht mehr. Ja, richtig, da war ja der Tipp für die Dreierbomben, also. Aber im Endeffekt hast du dann doch das richtige Play gemacht, hast dir deine Flippers dann geholt und hast dir dann direkt danach den Hookshot geholt, also es war die richtige Entscheidung auf jeden Fall von dir. Ja, der Swamp Palace Play, ich war ja auch genauso wie Talania, hatte ich auch die zwei Optionen, entweder ein Swamp Palace oder Ice Palace. Da habe ich mir noch überlegt, was würde Talane tun und du tust dann das Gegenteil. Aber kann ihn nicht durchschauen, weil ich nicht oft mit ihm spiele. Von daher wusste ich nicht genau, wo da seine Präferenzen sind. Und da habe ich mir gedacht, machst du einfach das, was am schnellsten für den Seed wäre. Ich kann dir sagen, im Zweifel ist es Ice Palace. Okay, weiß ich fürs nächste Race Bescheid. Ja. Sonntag spielen, richtig. Ja, jo. Morgen. Genau. Ja, stimmt, morgen, ja. Um welche Uhrzeit? 18.30 Uhr. 18.30 Uhr, ja. Also 18.30 Uhr dann vielleicht im Restream, je nachdem, wie lange das gehen wird. Genau, hier nochmal ein bisschen Werbung. Morgen geht unser erstes Weekly hier an den Start, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe. Um 16 Uhr werden wir dann hier starten und das wird auch restreamt. Von daher könnt ihr euch da auch schon mal drauf freuen und danach dann wahrscheinlich Talane gegen Shiva, das Match Nummer 3. Das wird ein Standard Randomized werden. Ich denke mal Randomized, wenn da Standard steht, oder? Das ich will jetzt nicht lügen. Ich glaube nicht, dass dann Anke geschaut wird. Wenn uns mal einer der Admins aufklären könnte, war es ein Standard Randomize oder Standard Uncle Short? Okay, Kato sagt ja, also denke ich mal, es war die Antwort ja ist super. Ja, perfekt. Dragon sagt Randomized, okay. Ja. Naja. Ich denke mal, das Ja ging eher an deine Aussage, also. Ja. Haben wir denn noch irgendwas? Fragen, Wünsche, Kommentare? Ich würde mich nur noch mal gern bedanken bei euch fürs Rennen, fürs Restream und fürs Kommentieren und Tracken und auch natürlich an Talane fürs Race. Ja, mehr habe ich eigentlich gar nicht zu sagen. Ja, dem schließe ich mich an. Also, finde es auch gut, dass sich immer Leute finden, die das hier kommentieren, sage ich mal, und tracken. Also nicht, dass ihr denkt, sorry, die Spieler merken das nicht oder sind da nicht dankbar oder so. Also ich finde das ziemlich gut, ehrlich gesagt, dass sich da immer Leute finden. Ja, kein Thema. Also ich persönlich mach's gerne, aber ja, ich lasse auch gerne mal anderen den Vortritt. Also wenn sich hier noch Leute finden, fürs Kommentieren, wir haben immer gerne mal ein paar neue Leute dabei. Von daher, meldet euch an, schaut mal rein bei uns und zur Not einfach auf dem Discord nachfragen. Genau. Schaut einfach bei uns am Discord vorbei und dann werdet ihr schon mehr erfahren von uns. Wir beißen nur selten. Ja, aber wenn, dann hart. Ja. So, dann bedanke ich mich auch bei Wolfie fürs Mitkommentieren und nochmal bei Rallen fürs Tracken.
Ja, kein Ding, wa? Ja. Hast du dir vorher so schön gewünscht? Ja. Konnte ich ja nicht nein sagen, von daher. Unser erstes Mal. Oh nein, hör mich auf. Du wolltest mir ja schon meinen ersten Pedestal-Seat aufdrehen, aber... Die Boots haben auf dem Pad nicht ausgereicht. Nope. Dann kam lieber der Rahlen und hat mir die Mits auf dem Pedestal gegeben, also... Von daher würde ich mal sagen, wir machen Feierabend, wa? Und dementsprechend war das, glaube ich, heute auch unser letztes Game, richtig? Ja, die nächste Übertragung wird morgen tatsächlich das Weekly sein. Wunderbar. Und dann Mann. Je nachdem, wer sich meldet, eventuell das dritte Spiel von euch beiden. Und wie lange das Weekly geht. Ganz genau. Na dann, wünsche ich mal einen schönen Abend und macht's gut. Ja, Dito, auch von mir eine schöne gute Nacht, wenn ihr dann schon schlafen gehen wollen würdet. Ansonsten noch einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss. Tschüss. Ciao.